Moin Moin, und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Ocean's Horn 2. Und wir befinden uns immer noch im Dorf Arne, das unter starkem Beschuss bzw. unter einem Angriff leidet. Und wir versuchen jetzt, sie zu Mayfield hinzubekommen. Oh, schnell. Das ist keiner erwischt. Aber ich weiß gar nicht, wie wir hinkommen sollen. Oh, pipes, wires and mouths. That's what dark creatures are made of. Komm. So. Also müssen wir irgendwie gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Hier gibt's hier Handhöhle. Okay, dann müssen wir da rein. Gehen wir da mal rein. Da scheinen die Leute hingelaufen zu sein. Sei gegrüßt, Knappe. Niemand wird ohne Erlaubnis an uns vorbeikommen. So, hier sind die ganzen Leute. Und da ist auch Master Mayfield. My Highness, I knew it was you. Thank the gods you're safe. Son, let me introduce you to Trinity, the granddaughter of Grand Regent Archimedes, the leader of Arcadia. Please, Master Mayfair, don't call me that. Is everyone okay? Right after your airship crashed, we saw those dropships coming, and were able to escape to the caves. I'm sure they won't find us here. Those dark troopers were looking for me. I was spying on them earlier in the Outlands. I have never seen anything like this. The weapons and technology these troops possess boggles my mind. Who could be behind this? There is someone, but no, it cannot be him. I saw a whole army out there in the Outlands. Ships loaded with troopers and airships. An invasion. This is even more serious than I thought. We must head to the White City and tell the Knight's Order about this dark army. How can we get out of here? A boat would be an easy target for those airships. And how do we make sure the villagers are safe? Well, you don't have to worry about the villagers. They are tough and they will be safe here. But listen carefully. I've come up with a plan. I have a hover bike, Taurus One, hidden in the old warehouse on the other side of the town. It will carry two people. You and Trin will take the hover bike and drive through the town and distract the enemy while I escape with Jen through Warden Woods. We will meet you at the old High Road campsite. Is that clear? Yeah, be close for you. She is the granddaughter of Grand Regent Archimedes himself. So make sure she is safe. Gut, ich habe Schlüssel bekommen. Du hast alten Lagerhallenschlüssel bekommen. Sehr gut. Ich sehe, es hier noch gibt's noch was zu essen. Nimm hier das hier mal. Lecker. So. Gut, wir müssen zurück. Aha. Gut, dann komm mit, du olle Schachtel. Ne, dann müssen wir noch zurücklaufen, oder was? Gibt es einen anderen Weg raus? Ich glaube, nur diese Höhle, ne? Genau, okay. Komm. Naja. Also holen wir uns dieses geile Hoverbike. Schwebebike. Das geile, also Hoverbike, das übersetzen sie in Schwebebike. Dann hätten sie auch gleich auch Schwebefahrrad schreiben können, oder? Ja. Was der Leuchtturm? Da waren wir auch, okay. So, you grew up here, right? Looks like a nice and comfortable place. Nothing much to keep the night busy, huh?
They've sent out more patrols. Pipes, wires, and ballasts. That's what the Dark Troopers are made of. Oh, der haut ganz gut zu. Okay, wir müssen aufhören. Ich will mal sehen, ob ich mit dem Schwert zuhau, ob das dem mehr wehtut da hinten. Testen mal. Is that a man or a machine? Okay. Muss erstmal einen Schützen da. Dann können wir ihr helfen. Richtung. Oh, oh. I didn't see this one coming, but we dealt with it. Oh, schnell komm. Bin gleich tot. Nein. Finish the fight for me. Warum kann er mich überhaupt noch? Ich kann mich doch eigentlich gar nicht mehr finden. Okay, dann die. So, ich brauche ein bisschen Leben noch. Mittel. Helf mir mal Leben zu finden. Ah, da auch mal. Schon los. This trooper has a rifle. Oh. Oh. Muss ich ein bisschen vorbei ochsen. Da hinten ist das die Lagerhalle da drüben. Wie kommen wir da rüber? Scheiße. Also müssen hier rein. And I'll turn that lever for you with my dagger. Ah, okay, warte, das kann ich machen. Mach mal. Nee. Kannst du den Schalter umlegen? Trin. Na gut, macht sie irgendwie nicht. Dann holen wir rüber und machen das selber. No worries. I can dodge a bullet. Hallo, Kim. Oh, oh. Schick. Nein. Schwimmen kann er? Na gut. Ja. Dann hauen wir den Schalter mal um hier. Bringt natürlich jetzt nichts mehr. Wenn wir schon auf der anderen Seite. Aber egal. Aber hier müsste das Lager sein, ne? Schaut zumindest so aus. That's the old warehouse. Over there. Okay, da kommen wir aber nicht so rein. Wäre auch zu einfach gewesen. Aber wie kommen wir da rein? Gute Frage. Hier oben? Kannst du da hochklettern irgendwo? This one's got a gun. Durchs Wasser irgendwie hinkommen? Mal hinschwimmen? Mal gucken, was geht. Ne, es geht nicht. Da hinten werden wir. Oh nein, jetzt ertrinken wir auch noch. Scheiße. Helf mir, helf mir, helf mir, helf mir. Na gut. Alter, wir müssen den ganzen Weg wieder hinlaufen. Na gut. Machen wir das schnell mal. This one seems to be in charge. Okay, geht nicht so gut. Ich dachte. Ich
Aha. Versuch mal aufzustehen. This one seems to be in charge. Shit. Na gut. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, wie wir die angreifen. Da kommen die schon. The Dark Trooper Commander. Alter. Guck mir auch immer wieder. Na gut. Wir müssen leben. Spacko. Da, jetzt mal. Ja, aber wir müssen trotzdem jetzt ein bisschen. Ein bisschen Leben brauche ich hier. Ich habe echt gar nichts mehr. Habe ich denn irgendwas hier in meinem Gepäck nutzen könnte? Sieht nicht so aus, ne? Nö. So. Ich würde gerne Proteinriegel kaufen. Nochmal. Was ist die denn? Wie konnte er denn bitte sehr jetzt gerade noch schießen? Oh, jetzt hänge ich hier fest. Wie konnte er denn noch schießen? War schon tot. Ist ein bisschen beschissen, ne? Ja. Wir müssen da hinten hin. Wir müssen irgendwie. Nein. Das war natürlich dumm. Genau ins Dorf reingerannt. Ins Dings reingerannt. Also müssen wir gleich wieder draußen kämpfen wahrscheinlich. Ja. Natürlich blöd gewesen, aber naja. Lagerhaus, wie man sieht. Brücke ist auch unten, dann kommen wir auch dahin. This one's got a gun. Oh, er ist auch tot. Gut. Also wie kommen wir jetzt da rein?
Sie irgendwas machen? Ne. Schade, schade, schade. Also das Wasser funktioniert ja nicht. Ach Mann. No worries. I can dodge a bullet. Wer ist runtergefallen? That was the last of them. Okay, aber wir kommen trotzdem noch nicht da rein. Wie blöd. Wie könnte man da reinkommen noch? Kann ich da irgendwo hinschießen? Ich glaube nicht, ne? Geht zumindest nichts. Da war der. War da irgendwie außen rum hoch oder so? Ich weiß es nicht. Weg gibt's nicht. Es gibt nur diesen einen Weg. Ah, sollen wir das dann schaffen? Ich glaube nicht, habe ich irgendwas übersehen? Irgendwas Explosives, wo wir die Mauer da wegspringen können? Ein Rifleman. No worries. I can dodge a bullet. Schön. Geh mal kurz da rein. Toll. Ha, schwierig, schwierig. Natürlich der Gegner da. Aber naja. This one's got a gun. Was übersehe ich denn hier? Ich weiß nicht, was ich übersehe. Ich kann mit der Feuerwaffe auch nichts machen hier, glaube ich. Das ist erstmal die normale Waffe. Muss man wegfeuern hier. Bringt mir das was? Dann versuchen wir es mal. Kann ich jetzt auch nicht, oder? Kann ich da rauf? Ja. Scheiße. Hinten sind Viecher. Ich kann auch nichts abschießen hier. Hm. Das hat unsere Quest. Toll. Ja, okay. Hä? Bin ich gerade wirklich überfragt. Stimmt irgendwie die? Ich kann hier außenrum, kann ich auch nicht. Nee. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Over.
Ja. Kannst du mir dann anbieten hier? Sprengstoff. Wo ist denn da Sprengstoff eigentlich? This one seems to be in charge. Ah, es kommen jetzt nur Gegner, aber man kann nichts machen. Du kannst ja 7 Zauberschulden tragen. Du bekommst eine Bonus von Münzen und eine kleine Menge von Objekten. Trotzdem müssen wir doch nicht wieder reinkommen. Also hier steht irgendwas von Sprengstoff. Aber was heißt das Sprengstoff? Brauchen wir irgendwo Feuer? Wackel ist hier nicht zufällig, ne? Aber, warte mal. Das war's? Ja, okay. Bomben. Schwache Mauern und Felsen wegsprengen. Die können auch im Kampf sein. Wählen die Bomben im Kreismenü. Okay, vielleicht können wir die dafür benutzen. Wir laufen nochmal hin. So, versuchen wir mal. Vielleicht können wir die Mauer damit ja wegsprengen. Wäre ja schon mal was. Das wäre das Einzige, was ich jetzt im Kopf habe, so ein bisschen. Die Mauer sieht auch sehr brüchig aus da. Aha! Siehst du? Bescheuert. Oh, noch ein. Noch eins, um noch ein Herz zu bekommen. So, machen wir die Lagerhalle mal auf. Und da ist das Mini-Hoverbike. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gucken wir, was das Ding fliegt. Ich dachte, ich muss es selber fahren. Muss ich anscheinend gar nicht. Watch out, they found doch, muss ich doch. Hey, keep up the speed. They're after us. Nix. Weiß ich, ob wir die alten Medien sollen, da fliegen wir einfach rein. Ich glaube mal, wir sollen da rein. Also die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Ein bisschen nervig. Man kann leider auch nicht schießen. Das wäre natürlich noch cooler gewesen. Okay, was schnappt man hier? Das ist wirklich sehr schwammig, die Steuerung. Tut mir echt leid. Oder vielleicht zu punktuell, ich weiß nicht. Nee, schwammig. Ich würde sagen, sie schwammig. Oh, no. Ah!
schießen ganz gut auf uns. Wow! Hoffentlich fällt man runter, okay. Okay, we're getting close. Up ahead. We should be out soon. Los. Oh, häng doch nicht fester. Okay. Landgebiet des Dorfes Arne. Da müssen wir ein bisschen fliegen, glaube ich. This is the end of the road for the Taurus One. Let's continue on foot. Okay. Such a shame. We could have used this to get to the White City in no time. I'll have somebody pick up Master Mayfair's hoverbike when they come to get Yellowbird. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen wir mal, ob wir den Master noch finden. Beim nächsten Mal allerdings. Bis dahin, tschüss.